Die Vorbereitungen zum Abriss des sogenannten Trautmann-Baus am Ortseingang Lauter gehen voran. Aktuell müssen durch den Besitzer noch Auflagen des Landratsamtes erfüllt werden. Dazu gehören unter anderem Bodenproben, die mittlerweile entnommen sind, aber deren Auswertung noch aussteht, erklärt Bürgermeister Frank Lehmann. Über den möglichen Zeitplan können noch keine Aussagen getroffen werden. Ziel sei es weiterhin, den Gebäudekomplex auf Kosten des Besitzers, einer Versicherungsgesellschaft, realisieren zu lassen. Der ursprünglich zum Arbeiten, Wohnen und Einkaufen angedachte Komplex war im Jahr 1992 begonnen worden. 1996 wurden die Bauarbeiten eingestellt. Seit 2007 liegt das Grundstück brach.